So, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Webinar in der Reihe Digitale Ökosysteme und Plattformökonomie. Es sind noch nicht so arg viele online. Ich hoffe, dass noch ein paar mehr dazukommen. Aber vielleicht gucken sich das auch einfach viele dann im Nachgang an, können dann leider natürlich nicht an der Fragerunde teilnehmen. Aber wir haben beim letzten Mal gemerkt, dass sehr viele Leute sich das im Nachgang anschauen. Heute ist unser Thema Design digitaler Ökosysteme und wir stellen da eine Methode vor, die wir über viele Jahre entwickelt und immer weiter verfeinert haben und schon in ganz vielen Kontexten auch angewendet haben. Und jetzt freuen wir uns natürlich darauf, das euch vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Markus Trapp. Mein Name ist Claudia Naas. Auch von meiner Seite herzlich willkommen in unserem Webinar. Wir arbeiten zusammen am Fraunhofer JESE, dem Institut für Innovation Systems in Software Engineering in Kaiserslautern. Und wir freuen uns, euch die Tangible Ecosystem Design Method vorstellen zu dürfen. Und damit fangen wir dann jetzt direkt auch an. Der Untertitel ist heute Anfassen, nicht nur gucken. Spielerisch den Überblick in digitalen Ökosystemen behalten. Und genau darum geht es. Man kann es auf dem Titelbild schon so ein bisschen erkennen. Es wird also wirklich sehr, sehr anfassbar heute werden. Aber bevor wir dahin kommen, muss ich trotzdem noch mal ein bisschen ausholen, um zu verstehen, wozu diese Methode eigentlich dient. Dazu werde ich ein bisschen wiederholen. Ich schätze so gute 10 Minuten, was wir letzte Woche in unserem Webinar Aufbruch zu digitalen Ökosystemen erzählt haben. Wer das noch nicht gesehen hat, dem kann ich es nur absolut empfehlen. Schaut euch das mal an. Da wird viel, viel mehr zu dem erzählt, was ich jetzt noch mal kurz zusammenfassen werde. Aber bevor wir in die eigentliche Methode einsteigen, deswegen noch mal eine kurze Zusammenfassung. Wenn man über digitale Ökosysteme spricht, dann kommt man nicht umher, um Digitalisierung und digitale Transformation zu sprechen. Deswegen noch mal kurz aufgeräumt, was diese drei Begriffe für uns eigentlich bedeuten. Drei Begriffe, die man jetzt noch gar nicht sehen kann. Also wir werden am Schluss zumindest drei Begriffe haben, die man dort sehen kann. Und dazu schauen wir uns mal verschiedene Domänen an und fangen oben an mit der Musikbranche. Und da gab es am Anfang eben Schallplatten, so in den 50er Jahren ging die Musikbranche so richtig los, war das Plattengeschäft, war die Sache. Und die Musik, die das eigentliche Produkt, was dort verkauft wurde, das war eben analog gespeichert auf diesen physischen Datenträger der Schallplatte. Und dann hat man, wenn man eine Schallplatte haben wollte oder wenn man Musik haben wollte, ist man in den Plattenladen gelaufen, hat sich durch die Regale gesucht, hat mal ein bisschen Probe gehört, hat sich eine rausgesucht, gekauft, mit nach Hause genommen und dann dort angehört. Und dann ist es auch lange, lange so geblieben, genau dieses Business. Nämlich ziemlich genau 30 Jahre, bis dann 1982 mit Einführung der CD, auf einmal das Produkt selbst digital wurde. Also diesen ersten Veränderungsschritt, den nennen wir Digitization. Da gibt es leider kein gutes, adäquates deutsches Wort dafür. Und das hat eben das Produkt selbst, das vorher analog gespeichert war, die Musik, jetzt auf einmal digital auf der CD gespeichert. Die CD ist natürlich immer noch ein physisches Medium. Aber das Produkt selbst war auf einmal digital drauf gespeichert. Das hat gut funktioniert. Und das ging dann weitere viele Jahre nämlich gut, so ziemlich genau 20 Jahre. Also 30 Jahre haben wir für den ersten Schritt gebraucht, 20 Jahre auf einmal jetzt für den zweiten Schritt. Da wurde es dann digitalisiert. Ja? Was heißt denn das? Ne? Was ist denn jetzt hier passiert? Hier ist auf einmal der Prozess digitalisiert worden und der hat ganze Märkte und Industrien verändert. Und warum? Ja, in dem ersten Schritt der Digitalisierung, der Digitization, da hat sich am Prozess gar nicht viel geändert. Ne? Wenn ich die CD, also wenn ich Musik kaufen wollte, bin ich immer noch in den Plattenladen gegangen, habe da durch CDs durchsucht, habe mir eine Probe gehört, mehrere Probe gehört, eine rausgesucht, mit nach Hause genommen und angehört. In diesem Schritt der Digitalisierung hat sich auf einmal auch der Prozess verändert. Denn mit der Verfügbarkeit quasi dieses digitalen Speicher oder der digitalen Möglichkeit, das Produkt zu speichern und dem Internet, was auf einmal dann auch verfügbar war, war man nicht mehr an das physische Medium CD gebunden und der Plattenladen war jetzt auf einmal online. Ne? Das war natürlich eine super Sache, man braucht also nicht mehr in den Plattenladen zu gehen, sondern ist online gegangen und hat in dem virtuellen Plattenladen eingekauft. Auf die gleiche Art und Weise, ne? Musik rausgesucht, Probe gehört, gekauft, heruntergeladen und angehört. Aber das hat natürlich einen riesigen Einfluss gehabt auf die Branche, auf die Musikbranche. Ne? Denn in diesem ersten Schritt der Digitization, da hat sich gar nicht groß für die Plattenläden was geändert. Es war vielleicht sogar positiv. Es gab dieses neue Medium, da war die Musik drauf irgendwie besser und klarer und komfortabler zuzugreifen. Man konnte zu einzelnen Titeln leichter springen. Deswegen haben viele, die eigentlich
eine Platte schon besessen haben, die gleiche Platte nochmal gekauft, das gleiche Album nochmal gekauft, dann auf CD. Das war also eigentlich sogar eher gut für die. Bei der Digitalisierung hat sich sehr viel verändert, ne? Weil man die Plattenläden, die sind ausgestorben, es gab nicht mehr viele. Und von den online-digitalen Plattenläden, da gab es nur sehr wenige. Also das heißt, es hat diesen Markt und diese Industrie sehr, sehr durcheinander gewirbelt. Aber der letzte Schritt, die digitale Transformation, ist der spannende Teil, um den es heute auch stark wieder gehen wird, dass wir auf einmal durch digitale Geschäftsmodelle die ganze Gesellschaft und die Ökonomie eigentlich verändert haben. Wir haben jetzt sowas wie Spotify oder Apple Music oder Deezer oder wie sie irgendwie auch alle immer heißen wollen. Und die haben ein komplett neues Geschäftsmodell daran gehabt, denn man hat die Musik gar nicht mehr gekauft. Ich habe keinen Besitz mehr an dieser Musik. Ich zahle einen monatlichen Beitrag, habe da Zugriff auf jegliche Musik und kann mir so viel anhören, wie ich möchte. Nicht nur genau rausgesucht, die ich möchte. Das ist schon mal ein viel höherer Wert. Aber sie bieten noch weitere Mehrwerte. Dadurch, dass, wenn ich es erlaube, sie mein Hörverhalten analysieren und es mit allen, die das auch erlaubt haben, vergleichen, die ein ähnliches Hörmuster haben, eben wie ich selbst, können sie mir Titel empfehlen, die mir mit hoher Wahrscheinlichkeit gefallen. Und das können sie eben nur, weil sie Zugriff auf diese Daten haben. Also in dieser digitalen Transformation, die digitalen Geschäftsmodelle sind immer in irgendeiner Art und Weise datengetrieben. Es müssen nicht immer viele Daten sein, aber auf jeden Fall ist es immer datengetrieben. Und wenn man sich diese drei Schritte jetzt anschaut, das haben wir auch beim letzten Mal schon gezeigt, kann man die in zwei Dimensionen betrachten, die beide sehr wichtig sind. Die unten auf der X-Achse steht Effizienzoptimierung und Kostenreduktion. Das kann man natürlich sowohl mit Digitalization als auch digitaler Transformation machen. Und das ist auch wichtig, ne? Natürlich muss man immer wieder die Qualität erhöhen und ein bisschen Effizienz erhöhen und natürlich Kosten einsparen. Das gehört immer mit dazu. Und das ist auch das, was wir so richtig toll können. Vor allem in Deutschland sind wir da eigentlich absoluter Weltmeister drin. Aber die Y-Achsendimension, neue Werte sollen dort geschaffen werden. Damit tun wir uns viel schwerer, etwas zu machen, was es in dieser Art und Weise noch gar nicht gab. Sondern man selbst hat das noch nie gemacht, vielleicht hat das noch niemand in meiner Branche gemacht, vielleicht hat das noch niemand auf der Welt so gemacht. Und natürlich sind da die Unsicherheiten viel größer und da tut man sich schwerer damit und man weiß nicht, ob es sich lohnt und natürlich geht man da irgendwelche Gefahren auch ein. Aber da sind die digitalen Ökosysteme eben ganz stark, dass sie sich das getraut haben, ein hohes Maß an neuen Werten zu schaffen und dabei aber trotzdem kosteneffizient vorzugehen und sehr effizient zu arbeiten. Und deswegen liegen die digitalen Ökosysteme auch in diesem Sweet Spot eigentlich hier oben, dass sie das können. Und wer sind die digitalen Ökosysteme? Das sind so die üblichen Verdächtigen, die man natürlich kennt, ne? Netflix und eBay und Uber und Tinder und vor allem Airbnb, ne? Und die gibt es überall. Hauptsächlich kommen sie eigentlich aus dem Silicon Valley, ne? Dort kennt man sie zumindest mal, ja, meistens. Das sind die, die es groß geschafft haben, weil es eben oftmals auch welche sind, die sich direkt an den Consumer wenden. Deswegen sind die eher bekannt als digitale Ökosysteme, die eben vielleicht sich an Geschäftskunden wenden. Und man kann das sehen, haben wir beim letzten Mal viel ausführlicher aufgespannt, dass die in verschiedensten Domänenökosystemen sich bilden, diese digitalen Ökosysteme. Und damit wird so ein digitales Ökosystem eigentlich zu so einem smarten Ökosystem. Also wir sagen, wenn so ein Domänenökosystem mindestens ein so ein digitales Ökosystem inne hat, dann könnte man es auch ein smartes Ökosystem nennen. Und das gibt es natürlich im Produktionsumfeld und das gibt es im Farming und im Energiebereich und im Mobilitätsbereich natürlich ganz groß, aber auch viel im Gesundheitsbereich, kooperatives Arbeiten, was man sich nur vorstellen kann. Es gibt unglaublich viele Domänen, wo es eine Vielzahl dieser Ökosysteme gibt. Manche mit gleicher Funktionalität und manche natürlich auch mit sehr komplementärer Funktionalität. Bei gleicher Funktionalität setzen sich im Allgemeinen über die Zeit nur sehr wenige Player dann durch, meistens so 2 bis 3 tatsächlich auch nur. Und warum? Weil das eben alles auch so schwierig ist, ne? Die Kurzfassung dieser Herausforderungen, die wir beim letzten Mal auch schon herausgearbeitet hatten, wenn es um solche digitalen Ökosysteme geht, ist natürlich ganz am Anfang Diversität. Man springt also Player, Partner, die gemeinsam an diesem digitalen Ökosystem arbeiten. Das ist ja ein soziotechnisches System, wo die beteiligten Partner zu unterschiedlichen Firmen gehören. Man ihnen so auch nicht wirklich was befehlen kann. Die sind oftmals sogar aus unterschiedlichen Domänen, weil gerade dadurch, dass sich Partner aus unterschiedlichen Domänen zusammenfinden, ein großer Mehrwert generiert werden kann in der heutigen Zeit. Das zeigen eben viele positive Beispiele. Aber natürlich tut man sich dann mit dieser Vielfältigkeit umso schwerer.
man weiß das ja, in einer großen Firma, die international arbeitet, da denkt schon nicht jeder Firmenteil untereinander gleich. Und wenn man jetzt noch zwei solcher Firmen zusammenbringt, die auch noch aus unterschiedlichen Domänen sind, dann tut man sich natürlich noch schwerer. Also diese Vielfältigkeit ist eine große Herausforderung dieser Ökosysteme. Wir haben hier so ein schönes Bild, da werden wir auch später bei der Methode noch drauf eingehen. Man muss natürlich ganz genau darauf achten, mit wem man hier ins Bett steigt, ne? Denn die sollen einem ja helfen bei dem, was man erreichen will, die sollen mal aber nichts Böses wollen, ne? Jeder soll seinen Spaß dabei haben, jeder soll was davon haben und deswegen muss man da ganz genau drauf achten. Und ein zweiter Punkt ist Unsicherheit. Ich hatte es eben schon gesagt, wir gehen hier keine Epsilon- und keine Delta-Schritte. Wir versuchen hier etwas ganz Großes, etwas ganz Neues zu machen, das auf diese Art vielleicht noch nie da war. Und damit ist natürlich auch die Unsicherheit viel höher. Da macht man auch mal was falsch. Da wird man auch mal eine Entscheidung treffen, die nicht ganz richtig ist. Mögen wir in Deutschland ja erst recht nicht so besonders gerne. Natürlich mag das keiner so richtig gerne, aber wir besonders nicht. Und deswegen ist das was es umso schwerer macht, mit digitalen Ökosystemen zu arbeiten. Ende-zu-Ende-Qualität. Was bedeutet das? Man muss sich immer das große Bild anschauen von so einem digitalen Ökosystem. Was bedeutet es, quasi über den kompletten Wertschöpfungsstrang gesprochen? Wir sagen immer mal mindestens bis dahin zu den Leuten, die tatsächlich das Geld dann ins Ökosystem mit reinbringen. Eventuell reicht es nicht einfach nur zu sagen, ja, ich bin im B2B-Business und ich verkaufe das meinem nächsten Geschäftspartner. Was der damit macht, ist mir egal. Das wird man später nochmal sehen. Eventuell ist es eben halt ganz wichtig zu verstehen, wie mein Geschäftspartner mit dem, was er von mir bekommt, seine Wertschöpfung erbringt, damit ich ihm A, einen guten Preis machen kann und im Optimalfall vielleicht sogar A, noch an dem mitverdienen kann, was er damit macht. Wertenetzwerke sind eine weitere große Herausforderung, denn für alle Beteiligten, denen man wie gesagt nichts befehlen kann, die müssen also aus freien Stücken da mitmachen, die müssen natürlich einen Mehrwert bekommen. Und das muss nicht immer Geld sein, aber es ist ganz wichtig, dass alle Beteiligten einen Mehrwert daran haben. Jeder will sein Stück vom Kuchen oder hier im Beispiel, jeder will ein Stück von der Pizza. Das muss gar nicht unbedingt immer das größte Stück sein, aber jeder will eben ein angemessenes Stück daran haben für das, was er da auch mit reinbringt. Und das ist umso wichtiger, dadurch, dass man eben die nicht zwingen kann und es oft viele Optionen auch für andere gibt oder wo an anderen Ökosystemen teilzumachen. Deswegen muss man ihnen das gut auch mit verkaufen. Komplexität habe ich, glaube ich, jetzt schon mehr wie genug gesagt. Diese verschiedenen Faktoren, die eben genannt wurden, allein schon kombiniert machen die Sache kompliziert. Aber vor allem auch dadurch, diese vielen Player zu haben, etwas zu machen, was man noch nie gemacht hat, auf Technologien zu setzen, die es in diesem Sinne noch nicht gab, die vielleicht ganz frisch entwickelt sind, das macht die Sache eben umso komplexer. Und wenn man sich die verschiedenen Bausteine anschaut, dann sind die halt oft sehr heterogen, ne? Weil man auf unterschiedliche Unternehmen angewiesen ist, die aus unterschiedlichen Branchen teilweise wieder sind. Und dann baut man da so Steinchen rein, Steinchen, die man vielleicht vorher noch nie benutzt hatte. Und keiner weiß am Schluss mehr so genau, ja, wenn ich an dem einen jetzt ziehe oder an dem einen jetzt rüttle, was passiert denn da eigentlich? Fällt da vielleicht das ganze System am Schluss zusammen? Also eine sehr komplexe Geschichte, mit solchen digitalen Ökosystemen zu arbeiten. Und zu guter Letzt eben datengetriebenes Business. Ich hatte es eben schon gesagt, es muss nicht immer die große Datenauswertung sein, aber der Mehrwert entsteht bei diesen digitalen Ökosystemen zu einem Großteil dadurch, dass man geschickt mit Daten umgeht oder den richtigen Leuten die richtigen Daten eben anbietet. Und das sind unsere Hauptchallenges, die es hier gibt, die man adressieren muss. Und wir haben beim letzten Mal auch schon vorgestellt, so ein genanntes Referenzmodell aufgestellt, in dem wir zusammengefasst haben, was die wichtigen Punkte sind, wenn man so ein digitales Ökosystem aufbauen will. Und keine Angst, das ist jetzt auch die letzte Folie von der Wiederholung, denn wir wollen ja dann auch wirklich zur Methode kommen. Aber was ist in diesem Referenzmodell drin? Erstmal im Kern sagen wir, jeden einzelnen Punkt, den ich jetzt gleich noch zeige, muss man immer, und zwar wirklich immer, aus drei Dimensionen betrachten. Aus der Business-Dimension, aus der Technologie-Dimension und aus der Legal, also rechtlichen, gesetzlichen Perspektive betrachten. Unbedingt. Und ja, ich weiß, jedes Mal, wenn man das liest, ja, ist ja ganz klar, natürlich, das macht man doch eigentlich immer, das ist doch gute Praxis, das so zu machen. Ja, das stimmt, das sieht ganz einfach aus, aber es sind so viele Fälle, wir haben schon so viele Fälle gesehen, wo wir hinkamen, und es wurde immer nur aus einer Perspektive betrachtet und das ist dann fast immer auch nur die technologische Perspektive. Deswegen sieht einfach aus, ist aber gar nicht so einfach umzusetzen.
dann muss man in erster Linie bei der eigenen Organisation anfangen und darauf achten, wie will ich mich aufstellen? Will ich selbst ein Ökosystem aufbauen oder will ich nur an Ökosystemen teilnehmen? Will ich das als ein Spin-off machen? Will ich das als eine eigene Abteilung machen? Wie stelle ich mich komplett neu auf? Wie will ich das eigentlich machen? Dann außerhalb geht es natürlich jetzt darum, die Partner zu finden. Und auch hier wieder, mit wem will ich da jetzt ins Bett steigen? Das muss natürlich genau rausgesucht sein. Deswegen haben wir auch hier, wir haben es auch wirklich jetzt Scouting und Casting und Matching genannt. Man muss hier wirklich genau gucken, passen die in allen diesen drei Dimensionen zu mir? Was ist technisch ganz gut, was die schon haben? Werden wir uns geschäftlich irgendwie einig? Und darf ich mit denen überhaupt kooperieren? Vielleicht wegen Kartell oder sowas. Und dann muss man wirklich ganz genau gucken, wie das geht, weil vor allem die ersten Partner, die man mit reinnimmt, die müssen unbedingt passen, damit das System am Ende fliegt. Die Community, natürlich Partner haben ist schön, aber man braucht auch Leute, die das Ganze dann nutzen. Die muss man aufbauen und zwar ganz explizit, nicht einfach nur warten, dass die von alleine kommen und eine tolle Idee auf die tolle Idee von uns springen. Nein, die muss man wirklich heranziehen und immer wieder bei Laune halten, immer wieder was Neues bringen und sie also den ganzen Weg da mitnehmen, über die ganze Journey, bis sie so begeistert sind, ja, dass sie gar nicht mehr anders können, wie das Ökosystem sehr oft eben zu nutzen oder den Nutzen daraus zu genießen, den dieses Ökosystem bietet. Natürlich muss man sich die Marktbegleiter auch anschauen, die Konkurrenz, eben vor allem die eigene, aber eben auch die der Partner, die vielleicht ganz anders sind, die man gar nicht so kennt, ne? Wo man nicht so drin sind, wo nicht nur übliche Verdächtige sind, ja? Die man die ganze Zeit immer auf dem Schirm hat, die muss man mit anschauen und natürlich die üblichen Verdächtigen, wir nennen das auch die Internetgiganten, darf man nie aus dem Auge lassen, weil die können eben auch immer reingehen in so ein neues System, weil sie eben einfach diese Macht und die Erfahrung haben. Deswegen Google, Apple, Facebook, Amazon, Samsung und auch Microsoft nicht vergessen, ne? Die schwingen immer noch so ein bisschen mit, aber die sind ganz groß im Geschäft und die hat man gerne nicht auf der Rechnung. Also wie ihr jetzt seht, das sind ganz viele Dinge, die man da berücksichtigen muss. Und wenn man so eine Idee hat, dann sollte man die eben auch alle berücksichtigen. Aber das ist eben eine Herausforderung. Und wenn wir das Firmen gezeigt haben, dann sagen wir, ja, da haben wir drüber nachgedacht, das ist irgendwie alles kein Problem. Dann sagen wir, okay, gut, dann zeigt uns doch mal in den verschiedenen Dimensionen, wie das jetzt aussieht und wie sich das gegeneinander verhält. Und das nächste, was wir jetzt sehen, ist ein Foto, was wir gemacht haben in so einem Workshop nach mehreren Stunden, wo Leute gesagt haben, sie können das irgendwie ganz gut. Und als wir dann das Ergebnis sehen wollten, dann sah das so aus. Ja, es ist ganz schön schwierig. Ja, es ist tatsächlich wirklich live und wirklich passiert damals. Ja, es ist ganz schön schwierig. Und wenn es ganz schön schwierig wird, dann mache nicht ich weiter, sondern gebe ich an die Claudia ab und die hilft uns mit diesem ganz Schwierigen. Okay, super, danke. Genau, und wie Markus erzählt hat, ist es meistens, wenn wir gerufen, wenn die Leute sagen, ah, wir haben schon so eine Idee, wir sind schon mittendrin, wir entwickeln schon, wir wollen es ein bisschen weiterentwickeln, sie haben schon auch Methoden, also es benutzt, irgendwie, die dazu geführt haben, so eine Digital Ecosystem Services darzustellen, so eine gute Idee, und dann kommen wir an, sie sagen, eigentlich haben wir schon hier eine Idee. Und diese Idee wollten wir jetzt es weiterentwickeln. Und wenn wir dann ganz genau gucken, was sie da haben, merken wir, dass sie eigentlich noch nicht so weit sind, dass sie eigentlich noch in eine Blackbox gucken, dass sie nicht wirklich alle Aspekte ausgearbeitet haben, wie wir in dem Referenzmodell jetzt dargestellt haben. Und was daraus wirklich kommen kann, also es könnte sogar diese kleine Ente sein, aber es könnte auch also seine abgefahrene Küken daraus kommen oder eine Eule oder sogar was ganz anderes, so wie eine Schildkröten oder sogar was Gefährliches, wie unser Krokodil hier. Weil sie sind auch so am Anfang, sie haben so wenig über alle diese Aspekte von den Referenzmodellen, dass sie sich Gedanken gemacht, dass sie sagen, okay, lass uns jetzt mal hier ein bisschen in Detail gucken, was ihr da habt. Ich weiter. Okay, und dafür haben wir dann unsere Methode entwickelt, der Tangible Ecosystem Design. Unsere Methode, der baut auf verschiedene Canvas, die abgestimmt sind, das ist thematisch aufeinander. Aber nicht nur die Canvas sind Teil von unserer Methode, auch also diese anfassbaren Aspekte sind die Playmobil-Spielzeuge, die wir verwenden. Und das begleitet jeder von den Canvas, die Methode hinterlegen. Und das Hauptziel von unserer Methode ist wirklich, in Stakeholders, die bei der Gestaltung und der Konzeption einer Digital Ecosystem Service involviert sind, in eine interaktive Workshop denen die Möglichkeit zu geben, also es
über alle diese Aspekte vom Referenzmodell noch in Detail nachzudenken, weiter zu modellieren, weiter zu spezifizieren, aber hauptsächlich diese Workshop-Konzept. Unsere Methode, die ersetzt auch nicht, also das, was man später auch in einer Ecosystem Design Service nochmal, also alle Aspekte von der Software Engineering, von Systems Engineering, wird nicht ersetzt, aber es gibt die Grundlage, diese Leute in einem Workshop-Kontext, also alle diese Aspekte nochmal zu berücksichtigen. Genau, und das erste Tool, die wir euch dann zeigen, ist das Ecosystem Purpose. Also das benutzen wir auch häufig am Anfang, um ein bisschen also diese Gruppe auszugleichen. Und es handelt sich um einen Mustersatz. Diesen Mustersatz haben wir von Strategizer uns inspirieren lassen. Und da nehmen wir dann Karten, praktisch markiert. Also jede Karte hat so eine Farbe und steht für ein Element. Und sie sollen dann, also die verschiedenen Teilnehmer von dem Workshop, also es vervollständigen. Zum Beispiel, also wie ist der Name von dem Ökosystemdienst, die sie jetzt also bearbeiten? Wofür, wer hilft sie da? Welche Target Group also ist gezählt? Welche Aufgabe also sollen also diese Target Group also behandeln, also anhand von diesem Service? Welche also Pains und welche Gains also soll diese Services für diese Target Group erzeugen? Und durch welche also Features und Haupttools? Und das ist schon ganz interessant, weil wir lassen also diese Teilnehmer, diese Satzschablone individuell auszufüllen. Und am Ende, was wir haben, sind so eine Sammlung von Sätzen. Und wir haben schon so viele Extreme gehabt. Also es sind eine Seite, sind so Gruppen, die sehr homogen sind. Und wir merken, dass das ganze Gruppe weiß, worum es geht. Aber wir haben auch schon häufig erlebt, dass wir diese Aufgabe das machen lassen. Und am Ende haben sie schon bei dem Namen von den Ökosystemen, also Dienste schon nicht so, wissen sie nicht so ganz genau, was sie da machen. Jeder nennt einen Namen, jeder nennt auch eine andere Zielgruppe. Und da ist es schon die erste Gelegenheit, die sie haben, ein bisschen zu diskutieren und so zu nivellieren, was sie da eigentlich machen. Und das ist eigentlich ganz gut, dass wir auch ein Gefühl bekommen, also was in dieser Gruppe wirklich, wie ist die Lage, wie weit sie in diese konzeptionelle Arbeit dann sind. Nachdem wir dann diese Ecosystem Purpose Aktivität durchgeführt haben, fangen wir dann wirklich an mit der Modellierung von den Dienst, von den Ecosystem Dienst. Und dafür benutzen wir das zweite Tool, ist das Service Blueprint. Und das Service Blueprint ist inspiriert in das wirklich Service Blueprint von Service Design. Und wir haben sie hier angepasst für diesen Digital Service Kontext. Und da beschreiben wir mit den Nutzern vier Aspekte. Zum ersten ist es die Nutzeraktion. Das bedeutet, was macht der Nutzer oder diese Target Group mit dem Dienst, diese auch Konsumenten von dem Dienst. Dann der zweite Aspekt, das ist, wie reagiert der Dienst auf diese Nutzer, welche Funktion, wie es von der Dienstseite ist, diese Interactive System Actions. Und danach gucken wir, was passiert in den Services im Hintergrund, um zu erlauben, dass diese Interaktion zwischen Nutzer und Services stattfindet. Und letztendlich in der vierten Ebene beschreiben wir, welche sind die Vorbedingungen, die nicht nur IT-relevant sind, aber auch also verträglich und auch also bezüglich, wie man überhaupt also das Geschäft also durchführen kann, was da für jeden Schritt notwendig ist. Und dass es nicht so theoretisch bleibt, also machen wir das anhand von also fassbaren Elementen. Und hier stellen wir in jedem Workshop ziemlich viele Playmobil-Spielzeug zur Verfügung, dass die Leute jede von diesen Aspekten mit so viel Playmobil modellieren können, wie möglich. Wir nehmen also mehrere Kisten, also Playmobil-Figuren, Playmobil-Objekten, dass sie auch die Kontexte, also für jeden einzelnen Schritt also von den Nutzer, wenn er interagiert mit dem System, also modellieren können und ausarbeiten können. Und hier dadurch, dass sie auch also manipulieren, also diese ganzen Elemente, diese ganzen Spielzeugen, kommen sie auch auf neue Ideen, was eigentlich da gerade passieren kann. Genau, und jetzt erklären wir so anhand von einem Beispiel. Und dafür haben wir so eine Service genommen, wo wir glauben, dass viele kennen. Das ist das Amazon Video. Analog zu Amazon Video wäre zum Beispiel Netflix oder jetzt Disney Plus, sind so digitale Ökosystemdienste, die in derselben Art und Weise funktionieren. Und es geht darum, dass Leute Video von zu Hause sich angucken können und das wird gestreamt. Und deswegen werden wir jetzt
anhand dieser Beispiele, also diese vier Kategorien, vier Elemente, Hauptelemente von den Service Blueprint durchgehen. Und wir haben, bevor wir da jetzt reinsteigen, die Ausgangssituation ist, Amazon Video gibt es noch gar nicht, ne? Also das heißt, der Blueprint, wir werden ja dort einen Service modellieren, den es in dem Sinne noch nicht gibt. Und wir haben dann jetzt auch so getan, um für dieses Beispiel, als würde es Amazon Video noch nicht geben. Wir wären das Amazon Video Team und müssten das jetzt mal modellieren. Ja, genau, weil wir mussten auch aus dem Hand von dem Beispiel, dass ihr euch das besser vorstellen, Amazon Video kennt jeder. Also wenn wir den Tool also analytisch benutzen, es ist einfach natürlich einfach für uns, das nachvollziehen. Aber wie Markus gerade gesagt hat, bei den meisten Diensten, wo wir das benutzen, existiert dieser Dienst noch gar nicht. Und jede Karte, jeder Kontext, die man baut, ist mehr oder weniger eine Designentscheidung, die man also gerade hier ist, zu explorieren und zu konzipieren. Genau, ich werde dann mit euch also diese erste obere Linie, also wo der Nutzer Aktion dann zu sehen sind, dass er ein Gefühl bekommt, was da gerade passiert. Und danach machen wir eine Durchstich, also in den ersten Szene dann über alle Kategorien, dass er ein Gefühl bekommt, was da, was in diesem Tool detailliert und beschrieben wird. Genau, zuerst haben wir hier unser Kontext, es ist eine Familie, es ist, die wollen also was gemeinsam sich anschauen, deswegen gehen sie zum Fernsehen, machen sie das Amazon Stream an und gucken so einen Film, den Amazon also, den empfiehlt, so einen Familienfilm. Nachdem sie das Video zusammen gemeinsam geguckt haben, geht einer von den Elternteilen also, sich fertig machen, weil er den nächsten Tag eine Dienstreise hat. Und da denkt er, ich würde gerne so den aktuellen Blockbuster sehen. Und dadurch, dass er mit dem Zug unterwegs ist und die Internetverbindung nicht so gut ist, entscheidet er sich, diese Blockbuster zu kaufen und in Download zu machen, sich vorbereiten für den nächsten Tag. Wenn er dann unterwegs ist, in dem nächsten Tag fängt er an, dieses Stream oder diese Video, die er gerade den Tage davor gekauft hat, das ist anzuschauen. Aber der kommt an in dem Hotel, bevor er ganz fertig geworden ist. Und deswegen, also wenn er im Hotel ist, abends entscheidet er sich, das Video fertig zu gucken. Und auch nochmal schaut er sich also Detailinformationen über das Video, weil er auch sehr filminteressiert ist. Der schaut, das ist nochmal diese X-Ray-Information, die Information über welche Musik gerade läuft oder welche Schauspieler gerade in dieser Szene spielen. Da schaut er sich dann nochmal an in Detail, also diese Information. Und wenn er fertig ist mit dem Video, dann macht er diese Bewertung. Und diese Prozesse, alle, die diese Service Amazon Film kennen, also kennen so grob, wie das funktioniert. Und jetzt gucken wir dann in Detail diese erste Szene, praktisch diese Durchstrich, was passiert in unserem Blueprint. Wir haben gesagt, dass die Familie will so einen Film gemeinsam schauen, deswegen ist es im Gucken, was Amazon denen empfiehlt. Und das ist sozusagen die erste Systeminteraktion zu den Nutzer. Der Nutzer macht das Amazon-Dienst auf und das System Amazon zeigt eine Liste an Filmen, die für Familie geeignet ist. Und das ist genau, was der Nutzer sieht. Der sieht so eine Library und eine Liste von Filmen, die für die Familie geeignet ist. Und diese Liste überhaupt zeigen zu können, muss Amazon im Hintergrund eine Datenbank haben von ganz, ganz vielen Filmen und einen intelligenten Dienst, so einen Service, die diese Berechnung also durchführt und sagt, okay, welche von den Filmen, die Amazon da in der Datenbank hat, wirklich geeignet ist für diese als Familienfilm. Und das ist eine intelligente Service, die im Hintergrund läuft und diese Berechnung macht, die wieder sich also in die Liste, die Familie sieht, also widerspiegelt. Aber überhaupt diese Berechnung machen zu können auf irgendwelche Datenbasis vom Video, muss Amazon sich vorher mit allen Studios sich einigen und auch also diese Videos kaufen. Der muss also mit allen Studios nochmal einen Vertrag abschließen. Der muss diese Videos kaufen. Diese Videos in irgendwelche Datenbanken also da laden. Vielleicht bräuchte er auch noch eine Art von Kurator, der diese Filme nochmal ein bisschen selektiert hat und ein bisschen organisiert hat und so weiter, überhaupt, dass es diese Service anbieten zu können. Und da könnt ihr sehen, das sind diese verschiedenen Ebenen, die ich gesprochen habe. Also verschiedene Sachen passieren.
Und in dem Workshop, wie wir das mit den Nutzern, mit diesen Teilnehmern, die eine Digital Ecosystem Service gestalten, dann zum ersten Mal machen sie sich Gedanken über alle diese Aspekte. Und das nicht für einen Einzelschritt, wie wir jetzt gesprochen haben, sondern für jeden einzelnen Schritt und jede einzelne Interaktion mit dem System. Genau, hier kann man dann nochmal den Überblick sehen, was ich gerade erklärt habe. Das ist am Anfang, haben wir diesen Schritt, wo die Familie sich einen Film aussucht. Dann hier ist diese Repräsentation, dass diese Liste, diese Empfehlungen gezeigt werden. Hier in der dritten Linie wäre die Repräsentation von den Datenbanken, von dieser intelligenten Service, die die Liste sortiert, die gezeigt wird. Und hinten sind alle diese nicht IT-relevante Schritte, die getroffen werden müssen durch Amazon, um diese Videos überhaupt also zeigen zu können. Und so geht man schrittweise und auch also linienweise über die Canvas, bis man die komplette Customer Journey dann aufgebaut hat. Und was wir hier bei Claudia auch nochmal schön sehen können, wie sie diese Geschichte oben erzählt hat, wie das da durchgeht, ne? Wir alle, wie wir Amazon Video kennen, wissen ja, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Funktionen da drin, ne? Aber wie man es gesehen hat, erstes Mal ist die Geschichte von Claudia komplett stimmig. Das heißt, sie ist wirklich von, man kann wirklich einem roten Faden folgen. Es ist nicht nur eine Aufzählung irgendwelcher Features, sondern es wird wirklich eine stimmige Geschichte erzählt. Und das ist uns auch ganz wichtig, wenn wir diesen Service Blueprint da machen. Aber es sind die Hauptfeatures drin, ne? Und darauf kann man sich am Anfang auch einfach mal konzentrieren, weil wir wollen ja erst, das ist ja keine komplette Modellierung, wir wollen ja erstmal nur gucken, ob das alles irgendwie stimmt. Und das kann man halt wunderbar damit machen und schön greifbar machen, genau wie es Claudia eben erklärt hat. Wenn man damit fertig ist, das dauert auch durchaus mehrere Stunden, das dann tatsächlich zu machen, dann gehen wir zur sogenannten Service Map, die wir nehmen. Da haben wir jetzt mal keine Inspiration von irgendwo anders, das war komplett unsere Idee, wie wir damit umgehen. Und jetzt machen wir das Playmobil noch wichtiger, denn wir verwenden es nicht einfach nur als Spielzeug, sondern es bekommt jetzt auch eine Semantik. Und die Semantik haben wir uns jetzt mal gedacht, das ist eine lange Geschichte, die kann man jetzt hier nicht erzählen, wie wir zu dieser Semantik kamen. Also alle Unternehmen oder Unternehmenseinheiten sind bei uns jetzt Autos. Wie gesagt, es ist eine lange Geschichte, ja. Da müsst ihr jetzt einfach mal durch, alle Unternehmenseinheiten oder Unternehmen sind Autos. Und die haben jetzt verschiedene Bedeutungen. Die unterschiedlichen Autos haben unterschiedliche Bedeutungen im Ökosystem. Nämlich jetzt hier, denn wie wir hier sehen, das ist der Ecosystem Service Provider. Das heißt also, wer wirklich diesen Dienst anbietet, in unserem Beispiel wahrscheinlich die Business Unit von Amazon Video. Und die bietet sie jetzt entweder einem anderen Unternehmen an. Das wäre dann wieder ein Auto, ne? Also dieser Film, der dort konsumiert wird, das Asset. Ja? Es werden ja Filme angeboten. Die werden entweder von einem Unternehmen konsumiert oder von einem Menschen tatsächlich. Im Fall von Amazon Videos sind es tatsächlich eben jetzt Menschen, ja, die das machen und keine anderen Unternehmen. Aber, ich habe ja vorhin schon gesagt, dieser Ecosystem Provider, der kann diesen Dienst halt eben nicht alleine erbringen. Dazu braucht er noch weitere Hilfen. Und das sind zum Beispiel Asset Provider. Claudia hat es schön gezeigt, das sind die Filminstitute, die Figuren, die da unten standen, um die von denen Amazon diese Filme bezieht. Weil zumindest mal am Anfang ist man ja selbst doch kein Content-Provider, sondern den muss man sich irgendwo herholen. Diese Assets könnten aber auch von anderen Menschen kommen. Ja, könnte man auch drüber nachdenken, dass vielleicht die Bewertungen, die man da gibt, könnten auch Assets sein, die da drin sind. Ist immer fraglich, sind das jetzt die wichtigen Assets oder sind es nur irgendwelche? Aber die gibt es eben hier auch. Und dann gibt es noch die sogenannten Support Provider. Die sind oft ein bisschen schwierig einzusortieren. Damit meinen wir Unternehmen, die daran beteiligt sind und die einen Dienst erbringen, den man eigentlich braucht, damit dieser Videostreaming-Dienst in unserem Beispiel hier funktioniert, aber der nicht so im Kern der Funktionalität liegen. Also ein konkretes Beispiel wäre zum Beispiel ein Bezahlanbieter. Ne? Wenn ich kein eigenes System habe, wie ich abrechnen kann, nehme ich mir einen Bezahlanbieter dazu, das ist so, ja, den braucht man halt, aber der ist jetzt auch nicht so im Kerngeschäft mit drin. Und im Prinzip könnte es jetzt hier zu Ende sein, aber wir haben ja gesagt, man muss das Big Picture, man muss es sich Ende zu Ende angucken. Und auch nochmal, wenn ihr den Vortrag von vor 2 Wochen euch anschaut, werdet ihr sehen, dass es wichtig ist, dass man noch weiterdenkt. Jetzt gehen wir mal hier, angenommen, wir hätten es an ein Unternehmen weiter
verkauft. Das sprengt jetzt das Amazon-Video-Beispiel, aber bleibt trotzdem mal bitte noch ein bisschen bei mir. Jetzt könnte es sein, dass die das wiederum weiter verkaufen, ne, was sie damit machen. Oder sie reichern es irgendwie an und bieten, basierend auf dem Asset, was sie von uns bekommen haben, das jetzt wieder einer anderen Unternehmenseinheit an. Ihr seht, die werden immer kleiner hier bei uns, auch die Menschen. Ja. Es könnten auch Menschen sein, denen es jetzt hier angeboten wird. Und vielleicht wird es sogar nochmal weiter hinten jemandem angeboten. Das kann jetzt in unserem Beispiel ein Mensch sein, könnte auch nochmal ein Unternehmen sein. Aber man muss es auch nicht übertreiben. Wie lange man diese Kette gehen muss, ist ganz schwierig zu sagen. Aber wir sagen, es muss so weit, also man selbst hier als der Ecosystem Service Provider, muss sich diese Kette so lange anschauen, bis das, was man als Asset angeboten hat, den Wert, den man hier erbracht hat, noch einen signifikanten Einfluss auf das Geschäft von den Nachgelagerten da hinten haben. Ich weiß, das ist ein bisschen schwammig, aber im Einzelfall kann man das eigentlich ganz gut entscheiden. Jetzt gibt es noch quasi nochmal eine andere Rollenbetrachtung. Und zwar, die sind tatsächlich Konsumenten des Services, also die Asset-Consumer, egal ob Menschen oder Unternehmen, sind tatsächlich Nutzer, Partner von diesem Ecosystem-Provider. Auf der linken Seite ist das nicht unbedingt immer automatisch der Fall, denn eventuell werden diese Dienste, die hier erbracht werden oder die Assets, die hier provided werden, nicht direkt über die Plattform gesteuert. Auch hier möchte ich nochmal auf den Vortrag von vor 2 Wochen verweisen. Wenn es nicht direkt über die Plattform geht, dann kann man schön sehen, dann sind es keine Partner davon, sondern eben nur sonstige Beteiligte. Aber die hier sind auf jeden Fall immer Partner. Dann interessiert uns gegebenenfalls, gibt es noch einen Plattformbetreiber. Wenn es am Anfang nur einen Ökosystemdienst in einem Ökosystem gibt, ist es oftmals die gleiche Person, das gleiche Unternehmen, Entschuldigung, muss nicht zwangsläufig die gleiche Geschäftseinheit sein, aber die interessiert uns hier natürlich irgendwie auch. Und damit die ein bisschen anders abgehoben sind, auch wenn es Unternehmen sind, ich weiß, kein Auto, ist es ein Schiff, könnte man jetzt im Amazon-Beispiel vielleicht dann Netflix zum Beispiel hier noch mit draufstellen. Und ja, das sind jetzt ganz viele Rollen und die sind auch nicht so direkt einfach zu verstehen, aber das merkt man ganz gut, wenn man dann wirklich damit arbeitet, an einem konkreten Beispiel, in einer Domäne, mit der man sich ja eben gut auskennt, kann man die eigentlich ganz gut benennen. Hätte man nicht so eine grafische Repräsentation, würde das schon deutlich schwerer fallen. Und wir haben auch festgestellt, dadurch, dass man, wir geben dann so einen Canvas vor, wo wir jetzt mit diesen Autos da drauf verschiedene Dinge zeigen wollen gleich, dann fällt es einem viel leichter, wenn man was anfassen kann, wie wenn man da einfach nur ein Post-it draufklebt oder irgendeinen Punkt hat, der durch die Gegend geschoben wird. Denn der erste Schritt, der gemacht werden soll, man nimmt jetzt das, was Claudia gezeigt hat, den Service Blueprint, schaut ihn sich ganz genau an und identifiziert alle diese Rollen, die ich eben gezeigt habe und stellt die da drauf, die verschiedenen Autos, die man dort gesehen hat. Und das klingt jetzt mal einfach, für mich war das jetzt ein Klick, alle diese Autos da drauf zu machen, aber das dauert in der Regel tatsächlich 90 bis 120 Minuten, bis man wirklich alle diese Player identifiziert hat. Und mit ihrer genauen Rolle. Und es geht trotzdem unglaublich viel einfacher, wie am Anfang, als wir das gemacht haben, als wir den Blueprint eben noch nicht mit den Figuren hatten, war es noch viel schwieriger. Denn für jeden dieser Autos und der Menschen, die ihr hier seht, gibt es schon eine angreifbare Repräsentation auf dem Blueprint. Das ist zwar kein Auto, aber es ist irgendwie schon mal da. Und auch allein schon, wenn man drauf guckt, man kann es viel besser sehen, da ist eine Einheit, da ist irgendwas, was ich nehmen kann, um das dann zu überführen. Es hat es unglaublich viel vereinfacht, dass wir es tatsächlich mit diesen anfassbaren Gegenständen, in unserem Fall den Autos und den Personen hier machen könnten. Aber das machen wir natürlich nicht nur zum Selbstzweck und zu wissen, was das für Rollen im Ökosystem sind, sondern der spannende Teil ist das, was wir hier unten haben. Jetzt werden hier verschiedenste Beziehungen zwischen diesen Playern aufgezeigt. Und zwar, die ordnen wir jetzt dann an, das sieht man natürlich erst später, wie die tatsächlich angeordnet werden müssen, aber in dem Beispiel passt es natürlich zufällig, ja. Im echten Workshop haben wir da so ein ausrollbares Whiteboard, das wird auf die Tische gelegt, kann man die Figuren draufstellen, kann so oft rumwischen, wie man dann möchte, das funktioniert sehr, sehr gut. Und wir fangen an, hier unten, das ist noch ein bisschen älteres Bild, mittlerweile ist das unser erster Schritt, wir haben festgestellt, es klappt viel besser, dass wir tatsächlich sagen, diese Core Assets, was passiert denn eigentlich hier? Ne? Also was ist denn eigentlich der Hauptablauf von unserem Business? Und im Amazon Video ist das ganz klar,
Filme und Serien kommen von den Filmunternehmen zu Amazon Video und werden eben an diese privaten Zuschauer weitergeleitet. Ganz einfach. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr euch verschiedene andere Dienste raussucht, die es schon geschafft haben, dann sieht der wirklich das Kernbusiness, der Core Asset Plus, der ist immer ganz einfach. Wenn ihr hier schon 20 Pfeile zwischen allen möglichen Beteiligten habt, dann stimmt irgendwas noch nicht, dann habt ihr noch nicht genau rausgefunden, was das eigentlich ist. Aber wir wollen nicht nur den Pfeil haben, sondern es soll auch immer dran stehen, was denn eigentlich passiert. Ne? Also von Disney bekommen wir Filme und Serien, aber von Universal bekommen wir eben nur Filme und konsumieren können wir das beide. Die zweite Dimension ist der sogenannte Datenfluss, wie wir es nennen. Und auch hier, Pfeil reicht nicht, es muss immer dran stehen, was eigentlich tatsächlich gemacht wird. Ne? Claudia hat es schön eingefügt, die Familie möchte einen Film schauen, der altersgerecht für die Kinder ist. Damit wir diesen Dienst anbieten können, müssen natürlich irgendwo diese Altersinformationen, Altersfreigaben oder die Eignungen für die Kinder herkommen. Und jetzt kann man sagen, okay, ich will, dass das die Filmfirmen mitliefern. Ne? Dann erwarte ich das von denen. Wenn ich glaube, ich kriege das von denen nicht, dann müsste ich jetzt vielleicht dafür sorgen, dass ich selbst quasi jemanden damit beschäftige, für jeden Film ein Rating zu machen. Aber hier in dem Fall wollen wir die von denen haben. Ne? Es gibt verschiedene andere Infos. Claudia hat gesagt, diese X-Ray-Information, wo man ja immer sieht, welche Schauspieler sind in jeder Szene und was für Musik läuft da. Das kommt von der Internet Movie Database. Kann man sich diese Sachen holen. Die Bewertungen kommen natürlich zwar von der gleichen Person, aber in einer anderen Rolle. Und so kann man alle diese Daten, die man braucht, dort aufführen. Aber wichtig, das ist keine vollständige Datenmodellierung. Wir gucken jetzt nicht, ja, man braucht natürlich auch die Kontoinformationen, wo die Person wohnt und das alles. Ja, das stimmt, das braucht man auch alles und da gibt es auch geeignete Orte. Aber das ist nicht der Fall hier. Hier geht es jetzt wirklich erstmal nur um die Daten, die wichtig sind, damit wir diesen Dienst erbringen können, damit wir diesen Mehrwert erzeugen können. Die werden in diesen Schritten die Pfeile eingezeichnet und benannt, was da eigentlich passiert. In einem dritten Schritt, das ist natürlich für viele immer ganz interessant, der Geldfluss. Ne? Wie fließt denn eigentlich das Geld? Von wem kommt es ursprünglich? An wen geht es? Wer zieht dabei wie viel ab? Wer will wie viel für irgendwas eigentlich haben? Und da werden wir die Unternehmen wirklich dazu bringen, wenn wir so eine Service-Map hier gestalten, ihr müsst da jetzt was dran schreiben. Da müssen konkrete Werte dran stehen, von mir aus Prozentzahlen, aber konkrete oder sogar konkrete Eurobeträge. Wir wissen natürlich, dass das noch kein komplettes Geschäftsmodell ist. Da gibt es auch den richtigen Zeitpunkt dafür, das zu machen, aber zumindest grob zu sehen, ob das funktioniert. Und ich nutze jetzt mal dieses Beispiel nicht so, wie es hier eingezeichnet ist, sondern um euch zu zeigen, was da ein Problem sein könnte. Ne? Wenn wir das jetzt hier machen, müssen wir uns ja entscheiden. Wir sind ja noch neu im Geschäft. Es gibt unseren Videodienst noch nicht. Müssen wir entscheiden, machen wir Pay-Per-View. Also das heißt, jeder Film wird einzeln bezahlt, jede Serie wird einzeln bezahlt. Oder haben wir ein Flatrate-Modell. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten uns per Pay-Per-View entschieden. Und weil wir es ja einfach haben wollen, wir haben ja von gelernt, immer einfache Geschäftsmodelle machen, das ist eine schöne Sache. Jeder Film kostet einen Euro, ja? Oder einen Dollar, sagen wir einen Euro, super. Also eigentlich ganz einfach. Jetzt ist es aber so, wenn ich jetzt also den Euro als Zuschauer bezahle und es gibt einen Bezahlabwickler, weil ich eben keinen eigenen habe, muss ich einen einbinden. Und wenn das PayPal ist, sind das 10%, aber wenn das ein anderer Bezahlanbieter ist, dann nimmt der vielleicht einen Festbetrag, egal wie hoch der Bezahleingang eigentlich ist. Das heißt, in unserem Fall ist der Bezahleingang ein Euro, aber wenn der jetzt 80 Cent nimmt, dann bleiben nur noch 20% bei mir übrig. Da muss ich mein eigenes Business von machen und muss noch die Filme bezahlen, dann wird das nicht funktionieren. Wenn es ein sehr hochpreisiges Business ist, dann ist vielleicht so ein Bezahlanbieter, der pauschal 80 Cent nimmt, eine gute Idee. Aber in unserem Fall würde das dann nicht funktionieren. Und ja, ihr sitzt jetzt da und denkt, ja, das würde mir natürlich nie passieren, sowas, das ist ja total offensichtlich, ja, das kann nicht sein. Wir haben auf diesem Level schon unglaublich viele Geschäftsmodelle entlarvt, die da nicht funktionieren konnten, so wie man teilweise jahrelang gedacht hat, dass das eigentlich funktionieren kann. Das war der Geldfluss. Und in einem vierten Fall ist das, wir nennen das, wir wollen ja die drei Dimensionen, also das Business haben wir jetzt schon und wir haben die rechtlichen Dinge, die jetzt quasi noch fehlen eigentlich
Und das ist in dieser roten Linie eingezeichnet. Da wollen wir zeigen, dass es vertragliche Beziehungen zwischen denen gibt, aber wenn ja, welche? Und zwar, wenn ja, welche, die wichtig sind für unseren eigentlichen Service. Zum Beispiel habe ich vielleicht einen exklusiven Vertrag mit Disney, dass ich von denen 5 Jahre noch Filme bekomme. Oder es gibt, ich weiß, dass ich es monatlich kündigen kann, ne? Das ist natürlich auch hier interessant, ne? Für die Flatrate beispielsweise, kann ich die monatlich kündigen oder bin ich da ein Jahr lang eigentlich drin? Ne? Das sind die Dinge, die uns eigentlich in dem Fall hier interessieren, die wichtig sind. Vielleicht habe ich einen exklusiven Vertrag mit Samsung, dass auf seinen Fernseher nur noch meine Video-Streaming-App läuft und keine andere mehr. All diese Dinge wären die, die mich jetzt hier dann eigentlich interessieren, damit ich eben dieses technische, Legal und Business damit abfrühstücken kann. Und dann kann man natürlich auch noch Alternativen reinschauen. Und gucken, okay, jetzt probieren wir es mal anders. Wie würde das denn eigentlich anders aussehen? Und das kann man auf dieser Stufe dann eigentlich auch ganz gut machen. Und jetzt geht es weiter mit der Motivation Matrix. Genau. Und wenn man so ein Geschäftsmodell so grob also sich überlegt hat und man sagt, das ist, man hat ein Gefühl, okay, jetzt wir sind fertig, wir sind so weit, wo wir sagen, das Geschäftsmodell steht, dann benutzen wir das Motivation Matrix als Überprüfung, so zu gucken, ob alle Stakeholder und Player von diesem Ecosystem selber wirklich einen Vorteil darauf teilzunehmen haben. Und dafür benutzen wir diese Motivation Matrix, das ist ein eigentlich sehr altes Konzept, das ist, die man vergleicht, das ist alle Players zu alle Players. Und dafür stellen wir, kann man so den nächsten Bild dann sehen, stellen wir in der horizontalen und in der vertikalen Achse alle Players oder die Hauptplayers, die wir also in dieser Service Map identifiziert haben. Zum Beispiel der Service Provider, hier diese Studios oder das PayPal oder Samsung. Und in derselbe Reihenfolge stellen wir dann also in der horizontalen Achse. Und dann fangen wir an, also das zu vergleichen. Was kriegt der Amazon Video von Disney? Was kriegt Amazon Video zum Beispiel von Amazon Music? Haben wir auch irgendwie modelliert. Was kriegt Amazon Video von Amazon Pay oder PayPal? Und das machen wir für jeder einzelne Teilnehmer von diesem Service. Was kriegt er von den anderen? Und zu überprüfen, ob er wirklich genug Vorteil hat, in diesem Service beteiligt zu sein. Und was wir auch also nochmal hier das festhalten, ist zu sagen, okay, was sind die Ziele und die Vorteile, die er selbst sucht danach? Weil letztendlich sollten also die Teilnahme an diesem Ökosystem, zum Beispiel alles, was er von den anderen Partnern bekommt, auch ergeben, dass er seine eigenen Ziele dann auch erfüllt. Und am Ende, so wir machen ungefähr so 8 bis 10 Minuten pro Reihe. Und am Ende von ungefähr so 3/4 Stunde, eine Stunde, dann haben wir so ein Gefühl, ob diese Geschäftsmodelle, die wir uns überlegt haben, oder wirklich einen Mehrwert beibringt für alle Player. Und wie häufig haben wir schon erlebt, dass man so sich da 2-3 Stunden so Gedanken gemacht haben, wie dieses Geschäftsmodell aussehen kann. Und das Einzige, die Vorteil daraus hat, ist der Service Provider selbst. Also der überlegt sich die ganze Zeit, also wie kann er so Geld von den anderen Playern hinbekommen, welche Vorteile kann er für sein Business, wie können also die Leute also es an sich binden, obwohl er gar nicht so wirklich denkt, also was wollen eigentlich alle diese Player. Und was wir in Digital Ecosystem Services oder in Digital Ecosystems generell also wissen, ist, dass sobald da keine Vorteile ist für mich als Unternehmen, ich bin unabhängig, ich habe keine Pflicht, in einem bestimmten Ökosystem teilzunehmen, ich kann einfach woanders hingehen. Und da ist so ein bisschen, wo die Unternehmen sich häufig verfängen, dass sie eher so an sich denken die ganze Zeit und dann in diese Ökosysteme muss eher so gucken, wie können alle Players wirklich was davon haben? Wie können alle zu diesem Geschäft beitragen? Aber wie können auch alle für sein eigenes Geschäft einen Vorteil abziehen? Und was wir dann auch sehen hier, dass wir so diese rote Karte haben. Und das sind so Punkte, wo wir wirklich ein bisschen tiefer diskutieren können. Weil wenn wir da schon eine gewisse Zeit mit den Leuten besprochen haben, wirklich keine Vorteile sich ergeben haben, machen wir diese rote Karte in dem Feld. Und das bedeutet, dass diese Partner zum großen Teil keine großen Vorteile haben, in diesem Service teilnehmen. Dann stellt sich die Frage, wenn er so ein sehr wichtiger Player ist für diese digitale Ökosystem-Service ist,
und er überhaupt keine Vorteile oder zu wenig Vorteile haben, warum würde er überhaupt dieses teilnehmen? Und hier dann wiederum kann man zur Schlussfolgerung Erkenntnis gewinnen, welche Änderung vielleicht man in dem Geschäftsmodell vielleicht vornehmen kann oder sogar so weit gehen und sagen, vielleicht müssen wir unser Dienst so anders gestalten, dass wirklich alle Player einen Vorteil davon haben und besser integriert sind, also in dem Service. Und das machen wir wiederum auch, also in der Gruppe, also jeder, die in diese Gestaltung von digitalen Ecosystem Services beteiligt ist, also es kann also diese Karten ausfüllen. Manchmal fällt auch also in diese Phase eine neue Idee auf, wie man diese Service nochmal verbessern kann, dass die Players nochmal stärker daraus was haben. Genau. Genau, und wir bleiben noch ein bisschen bei dieser Motivation Matrix, machen aber ein weiteres Mittel rein von unserer Methode. Wir nennen das die Stereotypen, also die Ecosystem-Teilnehmer-Stereotypen. Denn die kennt ja vielleicht jeder, die Player, die da drin sind, die haben ja auch nochmal so meistens irgendwie ihre eigene Agenda, ne? Warum sie in diesem Ökosystem jetzt teilnehmen oder warum sie das treiben wollen und was sie da eigentlich machen wollen. Und deswegen kriegen sie ganz viele Tiere von uns, haben wir uns überlegt. Die werden auf so Zettel gestellt, dass man sieht, welcher Stereotyp damit gemeint ist. Und die werden dann zugeordnet zur Motivation Matrix. Das zeige ich gleich nochmal. Aber welche Stereotypen haben wir da? Ja? Also den Klassiker nennen wir gerne den Big Fish. Ja? Also wer ist denn jetzt hier wirklich der Treiber, der sagt, wie es läuft? Ne? Der Hecht im Karpfenteich, ja? Also im Allgemeinen wirklich der Ökosystem-Initiator, was am Anfang dann auch oftmals direkt gleichzusetzen ist mit dem Ökosystem-Service-Provider, der sagt, wie es läuft, der kümmert sich um alles, der hat vielleicht auch den größten Nutzen, wie Claudia eben schon gesagt hat, die denken oftmals erstmal nur da an sich, wenn sie gut sind natürlich nicht, aber die gehen auch das größte Risiko natürlich ein. Das muss nicht zwangsläufig übrigens das Zugpferd sein. Ja? Also Zugpferd ist oftmals ein Unternehmen, das hat man irgendwie mit dabei, das hat vielleicht irgendwie nochmal einen tollen Namen, da wollen die anderen auch irgendwie mitmachen. Das muss aber nicht zwangsläufig wirklich derjenige sein, der das Ökosystem initiiert. Ne? Weil große Konzerne, große Zugpferde sind oftmals eben halt auch nicht so flexibel. Und da kommt vielleicht einer von ganz weit unten aus der ursprünglichen Wertschöpfungskette, hat eine gute Idee, traut sich was, geht da rein und kann dann eigentlich der Big Fish sein und ist dann aber froh, wenn er so einen Zugpferd eben noch mit dabei hat. Dann gibt es den Alleskönner, ne, den man für viele Sachen einsetzen kann, der immer mal wieder gefragt ist an verschiedensten Punkten, der vielleicht auch technologisch große Bereiche abdecken kann oder sich mit vielen anderen Leuten eben toll vernetzen kann. Das ist der Alleskönner, der passt da gut dazu. Die Cash-Cow, ja, also der so richtig was mitnimmt, ne, durch seine Teilnahme dort am Ökosystem. Es muss gar nicht unbedingt immer sein, dass er den größten Nutzen oder da reinbringt als Player, aber er holt auf jeden Fall das meiste dort raus, ja. Im Gegensatz zum Poor Dog, der eben halt zwar mit dabei ist, vielleicht sogar mit dabei sein muss, weil er gerade keine andere Wahl hat, aber eigentlich nicht so richtig tollen Nutzen daraus zieht. Das ist auch immer wichtig zu wissen, wer das ist. Und damit man den trotzdem irgendwie noch bei Laune halten kann, weil wie gesagt, wenn er gar keinen Nutzen mehr hat, dann ist er sehr wahrscheinlich dann da draus. Dann gibt es den Wasserträger, ne? Der macht jetzt so richtig was. Ne? Also wenn wir den nicht hätten, dann haben wir ein großes Problem. Der kann große Strecken gehen, kann uns so richtig weiterbringen beim Aufbau und beim Betrieb von diesem Ökosystem und kann so richtig dort was leisten. Dann gibt es den Exoten, den hat man vielleicht mal noch so mit drin. Weiß eigentlich vielleicht gar nicht so ganz genau, warum. Der passt nicht so richtig damit rein. Ist aber am Schluss vielleicht genau der, der es ausmacht, dass man so einen Exoten mit dabei hat, warum das auch für andere interessant ist. Deswegen ist es immer auch schön, solche mal zu berücksichtigen und nicht immer gleich zu sagen, du passt hier nicht rein. Deswegen den Exoten ruhig auch mal mit beim Aufbau mit reinnehmen. Das Glücksschwein, ne? Der ist super, der nimmt so richtig dort was mit, hat vielleicht gar nicht groß sich da einbringen müssen oder ist einfach nur glücklich, dass er da mit dabei sein kann, um mit den großen anderen da am neuen Business rumschrauben zu können. Den darf man nicht verwechseln, obwohl es auch ein Schwein ist, mit der brillanten Sau. Ja? Die brillante Sau,
nennen wir denjenigen, der wirklich so nur ein absolutes Know-how mit reinbringt, was andere nicht mit reinbringen können, weswegen man unglaublich glücklich ist, dass man den mit dabei hat, weil der eben was hat, was da draußen sonst keiner hat, was dann unseren Dienst und somit unser Ökosystem auch irgendwie einzigartig macht. Deswegen die brillante Sau. Dann gibt es Fischfutter, ne? Die sind dabei, aber wenn wir den verlieren, ist vielleicht auch nicht ganz so schlimm, ja. Der muss auch mit dabei sein, ja, aber ja, gucken wir mal. Beim Fischfutter ist es so, der tut einem irgendwie nichts. Das Raubtier ist da vielleicht schon irgendwie anders, deswegen ist gut, dass man den erkennt. Der kommt da mit rein und hat vielleicht die Absicht, uns da direkt irgendwie zu übernehmen, macht da auch kein Hehl draus, ist ja ein Löwe, ne? Der brüllt so richtig rum und man weiß, dass der irgendwie gefährlich ist. Das weiß man beim Wolf im Schafspelz nicht unbedingt. Da kommt vielleicht einer und der macht auf nett und der spielt da auch irgendwie mit, aber es gibt trotzdem eine inhärente Gefahr, dass der uns unsere Rolle oder unser ganzen Dienst, unser ganzes Ökosystem irgendwie streitig machen will, sich da wichtiger machen will, wie er am Anfang eigentlich tut. Deswegen ist immer gut, am Anfang drüber nachzudenken, gibt es hier irgendwo so einen Wolf im Schafspelz? Gibt es einen Papiertiger, der zwar auf... der macht zwar dicke Arme, ne, und schreit groß rum, aber ist eigentlich nicht viel hinten dran. Das ist schon, die gibt es halt durchaus auch. Die braucht man vielleicht manchmal auch, aber es ist immer gut zu wissen, dass die zwar nur rumbrüllen, aber eigentlich nicht viel tun. Und dann gibt es noch den Vogel Strauß-Taktiker, das ist unser letzter hier jetzt im Verbund, den wir drin haben, aktuell im Set. Es ist halt einer, der ist mal dabei, der ist auch richtig nett, weil er steckt irgendwann den Kopf in den Sand und sagt, hopp, jetzt gehen wir da einfach mal durch. Ne? Ich will nicht mehr hören, was alles schiefgehen kann und ich will nicht mehr hören, was hier alles Probleme bereiten kann. Ja? Ich stecke jetzt meinen Kopf in den Sand und los geht's. Ja? Und es ist eben gut, wenn man diese Rollen kennt, da gibt es bestimmt noch viel mehr. Wir haben auch noch einige, die wir von Fall zu Fall als mal mit dazu nehmen, aber diese Stereotypen eben zur Verfügung zu stellen und dann die Teilnehmer in dem Workshop zu bitten, sie den jeweiligen Rollen zuzuordnen. Also hier haben sie es jetzt auf die Mitte zugeordnet in dem Fall, dass man immer sieht, okay, das ist ja der Wasserträger, das sind jetzt mal die da, ja. Oder manche stellen sie auch oben einfach hin. Es sind ja immer die gleichen, die hier aufgetragen sind. Da kann man auch besser mit den Doppelnennungen umgehen und man kann danach die Motivation Matrix auch immer noch komplett nehmen. Die werden eben dann hier oben drauf gestellt und dann weiß man, wie die sind. Und im Nachgang lassen wir uns dann natürlich auch immer noch mal erklären, warum die Teilnehmer glauben, dass die verschiedenen Unternehmen genau in dieser Rolle eigentlich vertreten sind. In unserem nächsten Schritt, jetzt haben wir die ganze Zeit uns nur einen Dienst angeguckt, geht es jetzt nochmal um das Ecosystem Net. Also das sind verschiedene Dienste, die sich zu einem Netz miteinander verbinden. Und als Beispiel, wir haben das auch beim letzten Mal schon gebraucht, kann man sich jetzt hier natürlich immer schön das Amazon-Ökosystem anschauen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Ökosystemdienste, die dort angeboten werden. Aber wie Matthias beim letzten Mal schon schön erklärt hat, ganz wichtig ist, wir betrachten diese Dienste nur zugehörig zu einem einzigen digitalen Ökosystem, wenn die auch eine inhaltliche Abhängigkeit haben. Das heißt, wenn die nur dadurch sich quasi zum Ökosystem zugehörig fühlen, dass sie auf der gleichen technischen Plattform laufen würden, dann sehen wir sie nicht als ein digitales Ökosystem an. Das ist aber bei Amazon nicht so, denn diese Dienste, die haben eine Abhängigkeit zueinander, was den Nutzen des einzelnen Dienstes nochmal erhöht, dass es die anderen Dienste gibt und somit natürlich dann auch den Nutzen des gesamten Ökosystems verbessert. In unserem Beispiel wieder, Amazon Prime Video, haben wir gesagt, wir können die X-Ray-Informationen einblenden und können uns die Schauspieler angucken, die da gerade in der Szene sind und auch die Musik anzeigen lassen, die da gerade gehört wird. Die können wir zufälligerweise auch bei Amazon Music dann direkt kaufen, ne? Was natürlich auch eine praktische Sache ist. Wenn wir einen Kindle haben und das zugehörige Audible-Hörbuch, dann sind die miteinander synchronisiert. Ich kann also auf dem Kindle anfangen zu lesen, bis zu einem bestimmten Kapitel, einer bestimmten Seite, kann dann nahtlos auf dem Audible-Hörbuch weiterhören, da ein bisschen hören und wenn ich da aufgehört habe, dann direkt an dieser Stelle, wo ich im Hörbuch aufgehört habe, im Kindle wieder weiterlesen und so weiter und so weiter. Und so ergeben sich eben durch die Abhängigkeiten einen gegenseitigen Nutzen, einen gegenseitigen Vorteil für die jeweiligen Dienste und auch für das gesamte Ökosystem. Und das wollen wir natürlich potenziell für unser Ökosystem auch haben. Genau, und dafür haben wir auch also eine eigene Tool entwickelt, wo wir sagen, okay, wenn wir wirklich schon mehrere
digitale Ökosystem-Services haben in unserer Plattform, die da laufen. Wie können wir identifizieren systematisch Features, die wirklich die ganze Synthonie von den Plattformen besser dann zu tragen, wo wirklich diese verschiedenen Services miteinander integriert funktionieren könnten. Und da haben wir verschiedene Kategorien überlegt. Das sind so diese 6, also zum Beispiel, wer benutzt diese Dienst, warum er das benutzt, welche Ziel will er erreichen, was wird da jetzt konsumiert, durch welche Kanäle oder welche Interaktionsdevices kann ich das konsumieren, wo ich gerade das benutze und mit welcher Häufigkeit. Und dann nehme ich diese Informationen von verschiedenen Diensten und fange an, die zu vergleichen. Und dann zeige ich auch in einem Canvas, welche sind so die Ähnlichkeiten, die Unterschiede. Und dabei, also wenn wir diese Analyse durchführen, dann entstehen auch Ideen. Hier ist es im Gegensatz zu zum Beispiel einer Brainstorming, wo man ganz, ganz, ganz viele Ideen neu generieren kann. Durch diese analytischen Schritte entstehen Ideen, die wir in diese Idee-Karten dann durchführten. Aber es ist nicht so diese große Menge. Ne? Es sind so weniger Ideen, aber sie sind sehr qualitative Ideen, weil sie wirklich basiert auf dieser Analyse zwischen den Services aussehen. Und dafür haben wir dann diese untere Tools, wir haben die Canvas und wir haben auch nochmal diese Hexagon, wo man die verschiedenen Bereiche, die ich jetzt beschrieben habe, nochmal spezifizieren kann, das ist für jeden Service. Und das ist so die Service-Card und hier schreiben wir kurz, welche Ideen, welche Service sollte diese Features besetzen, zum Beispiel, dass diese extra Informationen, sie liegen bei den Amazon Video und beziehen sich dann auf die IMDb-Dienste, wo die Informationen über den Film sich beziehen. Und zuerst dann, füllen die Leute diese verschiedenen Bereiche. Und hier könnt ihr sehen, es ist ein Prototyp, die wir jetzt arbeiten, weil wir wollen auch, dass diese Elemente auch tangible sind, weil das ist unser Ziel, die wir auch über alle Methoden oder alle Tools von unserer Methode durchziehen wollen. Und zuerst füllen die Leute in diesen Hexagon-Teil, die Informationen für die verschiedenen Services. Und dann fangen sie an, die Sachen zu vergleichen. Und dann schreiben hier, was sind die Ähnlichkeit, was sind die Unterschiede. Manchmal gibt es so Aspekte, die über die Kategorien hinweg auch relevant sind. Die entstehen von der Kombination von den Ähnlichkeiten oder Unterschieden, die Sie in jeder einzelnen Kategorie gemerkt haben. Die werden auch gezeigt und dabei entstehen diese Ideen und die werden aufgeschrieben und in der Nähe positioniert, wo diese Idee entstanden ist. Und so geht man systematisch durch diese alle 6 Kategorien, bis man dann am Ende so den Canvas voll hat, auch die Idee dann liegen und diese Analysen, die man durchgeführt hat, mit den ganzen Insights, die man gehabt hat. Und da entstehen wirklich neue Ideen von Features für die konkreten Services, die Synthonie zwischen diese beiden Services nochmal stärken können. Genau, und da sieht es dann am Ende aus und so die verschiedenen Ideen. Wie ihr seht, es ist nicht eine große Anzahl von Ideen, aber die Ideen, die daraus entstehen, sie sind stark bezogen zu diesem analytischen Teil, zu diesen Kategorien, die man systematisch nur nochmal durchgegangen ist durch die verschiedenen Services. Und man kann das hier in dem Beispiel, wir haben 2 Services, die analysiert wurden, aber man kann auch die Analyse über mehrere Services. Ne? Es gibt nicht diese Pflicht, ich muss immer 2 Services parallel, ich könnte mehrere Services auch vergleichen, weil manchmal entstehen auch interessante Interaktionen, wenn ich 3, 4 Services zusammen habe, dass ich dann wirklich dadurch, dass alle zusammen in einer Plattform laufen, dann entstehen wirklich potenzielle neue Features zu bringen, die diese Services zusammen verbinden und zusammen nochmal Mehrwert, für die Endnutzer dann generieren können. Genau. Und ich komme jetzt nochmal zum Wrap-up, ja. Aber bevor ich damit anfange, wollte ich gerne nochmal euch auffordern, wenn ihr Fragen habt, schreibt die uns bitte in den Chatbereich von YouTube rein, dann können wir die am Ende nämlich beantworten, weil das ja immer mit so einer gewissen Verzögerung ist. Also wenn ihr jetzt schon Fragen habt, bitte tut uns den Gefallen, schreibt die jetzt schon mal in den Chatbereich rein, damit wir sie nachher adressieren können.
Gut, also wir haben jetzt viele Elemente von unserer Methode gezeigt. Wie gesagt, die ist über die Zeit sehr gewachsen, ist immer wieder was dazugekommen. Wir haben viele Sachen geändert über die Zeit. Wir haben auch jetzt in der Hinterhand noch weitere Elemente, mit der wir dran arbeiten. Aber das ersetzt, wie gesagt, keine ausführliche Modellierung von so einem System. Das ist wirklich als Workshop-Methode gedacht. Normalerweise dauert so ein Workshop circa 2,5 Tage, den wir mit den Kunden dann dort machen, um eben einen Überblick über all diese Elemente zu bekommen, die ihr jetzt gerade gesehen habt. Aber was ihr jetzt hier gerade seht, da haben wir heute nicht drüber gesprochen, denn unsere Methode, die Tangible Ecosystem Design Methode, geht davon aus, dass wenn wir zum Kunden kommen, dass der Kunde schon ein sehr gutes Verständnis davon hat, was er glaubt, was dieser Dienst mal ausmacht. Was heißt ein sehr gutes Verständnis? Er sollte das auf einer DIN A4-Seite, also maximal zweiseitig, also auf ein Blatt, sollte er diese Idee runterschreiben können und man versteht, wenn man das gelesen hat, danach, worum es geht. Wenn wir uns in diesem Zustand noch nicht befinden, dann muss man das eben potenziell auch in einer Workshop-Form auf diesen Stand nochmal bringen. Dann kann man klassische Kreativitäts-Workshops, Kreativitätstechniken einsetzen, um über das Problem, Ideenphase hin zu Transformationsphasen irgendwann mal zu so einer Idee zu kommen, dass man dann letztlich eine Service-Idee hat, die wir dann als Input, hier sehen wir jetzt das, was ihr heute gesehen habt, als Input für die Tangible Ecosystem Design Methode tatsächlich verwenden kann. Und im Kern dieser Ecosystem Methode habt ihr gesehen den Blueprint, wo wir eben diese Geschichte auf einmal anfassbar erzählen, aber über 4 verschiedene Dimensionen hinweg. Danach gehen wir in die Service Map, um mit der Service Map zu zeigen, wie sind die Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Playern, unterschiedlichen Rollen in diesem Ökosystem, um danach dann mit der Motivation Matrix zu überprüfen, ob tatsächlich auch wirklich alle einen ausreichenden Mehrwert, einen Nutzen davon haben. Wenn wir zu viele Player haben, die keinen großen Nutzen haben oder gar keinen haben, dann werden die da wahrscheinlich nicht teilnehmen. Das ist so der Fluss. Also ganz wichtig ist, man könnte auch versucht sein, diese Blueprint-Methode, die Claudia erklärt hat, zu verwenden, um eigentlich überhaupt erstmal auf den Dienst zu kommen. Das hat sich bei uns nicht gezeigt, dass das eine gut geeignete Methode dafür ist. Da gibt es bessere Methoden, um eigentlich auf die Grundstory erstmal zu kommen und dann aber den Blueprint zu verwenden, um das ein bisschen detaillierter, ein bisschen geschlossener, eine runde Geschichte draus zu machen. Aber man sollte vorher schon grob wissen, worum es geht. Und das Ganze läuft dann aber auch noch iterativer. Also wir haben jetzt hier unseren einen Dienst, haben dann unsere 3 Iterationen gemacht oder jetzt auch noch mehr. Vereinfacht jetzt hier dargestellt eben der Blueprint, die Service Map und die Motivation Matrix. Und wenn wir jetzt festgestellt haben, dass es nicht funktioniert, weil es hier nicht genügend Vorteile gibt, oder wir festgestellt haben, dass das Geschäftsmodell hier so nicht funktionieren kann, dann kriegen wir da bestimmte Erkenntnisse eben daraus. Das können wir dann eben nutzen, um eine weitere Iteration zu machen. Das bedeutet, potenziell, wenn wir das Problem in der Motivation Matrix gefunden haben, müssen wir mal mindestens dann hier nochmal das Geschäftsmodell oder die gesamten Beziehungen auf der Service Map überprüfen, potenziell vielleicht sogar den Service Blueprint nochmal abändern, nochmal anpassen, aber mindestens mal hier. Und da kriegen wir vielleicht wieder Erkenntnisse draus, die uns dann da eben zu führen, in einer weiteren Iteration dann das nochmal zu machen. Und das Ganze macht man so lange, bis man auf diesem Workshop-Level sich auf jeden Fall im Klaren ist, okay, gut, das könnte so funktionieren. Das ist zumindest keine Garantie, aber man hat schon ein deutlich besseres Gefühl, weil man sich über so viele Faktoren eben schon Gedanken gemacht hat, wenn man dort dann durchgeht. Und deswegen kann man das ganz oft immer und immer wieder machen und dann vielleicht auch später eben die verschiedenen Dienste, die Claudia jetzt eben im ServiceNet nochmal aufgezeigt hat, auch nochmal zueinander in Bezug setzen und sehen, was da die Vorteile sind, um dann weiterzumachen. Aber, haben wir in unserem letzten Webinar auch schon gesagt, am Anfang steht eigentlich im Kern von so einem digitalen Ökosystem ein Dienst und deswegen ist man mit dieser Methode hier am Anfang erstmal schon mal sehr gut bedient, auch wenn man noch nicht den Ausbau mit dem ServiceNet dann später tatsächlich durchführt. Und deswegen sind unsere Key Takeaways, also was wir euch mitgeben wollen, wir wissen, weil wir haben schon sehr oft durchgeführt, dass eben durch dieses spielerische und vor allem anfassbare wenn man zu deutlich besseren Ergebnissen kommt. Es ist sehr
quasi kundenzentriert. Wir erzählen alles aus deren Perspektive. Die können ihre Wörter, ihre Namings verwenden, um damit umzugehen. Wir geben ihnen nur den methodischen Unterbau dazu eben vor und es ermöglicht eben vor allem, dieses Ende zu Ende anzuschauen, weil man so viele Player mit so vielen multidimensionalen Beziehungen da drin direkt schon mal darstellen kann, anfassbar darstellen kann, was, wenn man einfach nur drüber redet, sich zwar irgendwie sinnvoll anhört, aber weil man nicht alles sieht und nicht im wahrsten Sinne nicht alles begreifen kann, funktioniert das dann oftmals nicht gut oder sehr oft nicht gut. Und als letztes, obwohl wir es schon mehrfach gesagt haben, das ersetzt nicht die saubere, natürlich ingenieursmäßige Dokumentation und auch nicht die saubere Dokumentation des Geschäftsmodells und des Systems, was da später kommt. Es ist eine Workshop-Methode, um in einem kurzen Zeitraum einen schnellen Überblick zu bekommen, ob man auf dem richtigen Weg ist und ob man darauf dann weiter aufsetzen kann. Und das ist alles, was wir euch heute sagen wollten. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit hier und gehen jetzt nochmal über zu den Fragen. Da gucken wir doch mal, was wir hier an Fragen bekommen haben. Ich habe schon einige gesehen. Ich lese die nochmal vor, damit auch diejenigen, die das später sich als Video nochmal anschauen, die sehen die Fragen dann nicht mehr, um was es dort ging. Ich frage mal ketzerisch, würden nicht auch verschiedene Post-its es tun? Oder ist dieser 3D-Playmobil-Repräsentation-Vorteil wirklich so groß? Ja, das will man tatsächlich nicht glauben und wir haben das auch probiert in dieser Post-it-Variante. Und Claudia hat es ja schön gesagt, zum Beispiel der Service Blueprint kommt ja auch aus dieser 2D-Welt. Wir haben den zwar nicht nur 3D-mäßig angepasst, sondern auch ein bisschen in den Dimensionen, aber ich kann es auch ehrlich nicht erklären. Es wäre mir lieber, ich könnte einen greifbaren Grund wirklich haben, warum das so viel besser ist. Aber unsere Erfahrung zeigt einfach, dass es unglaublich viel besser funktioniert. Was ich definitiv als Vorteil nochmal anführen kann, was ich vorhin schon gesagt habe, ist dieser Fall, wenn man vom Blueprint in die Service Map übergeht, dann steht man ja auch am anderen Tisch. Ihr habt gesehen, das braucht alles irgendwie viel Platz. Und dann schaut man immer rüber auf diesen Blueprint und versucht, wie sind denn die Player und wie stehen die alle miteinander in Beziehung? Und die stehen dann wirklich da, ne? Man kann die wirklich direkt sehen und nicht nur, da liegt ein Post-it, wo man wieder ganz genau hingehen muss und muss genau gucken, was da eigentlich jetzt draufsteht auf dem Zettel, sondern man kann es einfach nehmen und dann mitnehmen. Das ist definitiv ein Vorteil hier. Willst du noch was ergänzen, Claudia? Ja, gerne. Also das ist, was ich auch denke, dass es ein großer Vorteil ist für diese Workshop-Konzepte, ist, dass wenn wir so ein Team bekommen, also von Leuten, die zusammenkommen, um über diese Service zu sprechen. Also wir haben auch nicht unendlich Zeit. Und wir sagen so, wir haben ungefähr so 2-2,5 Tage, wo wir diese Methode mit den Leuten anwenden. Und das muss relativ schnell gehen, dass man diese verschiedenen Tools verwendet. Und durch diese Tangible Elements, es gibt also eine gewisse Konzepte, die mitgegeben wird. Zum Beispiel, also man kann also wirklich diesen Prozess beschleunigen, indem man sagt, okay, das ist die Service Blueprint, das sind die Elemente und wie der Markus erwähnt hat, also man guckt da und sagt, okay, da haben wir das modelliert und das beschleunigt extrem, also ist das Prozess, weil in anderen Fall mussten sie wirklich Post-it nach Post-it lesen und sich nochmal überlegen, ah, wie war das nochmal? Und Teil der Information wird auch anhand von den Elementen von Playmobil dargestellt, wie zum Beispiel dieser Kontext von der Nutzung oder welche Tools der da verwendet. Sie sagen, ah, der benutzt ein Handy oder der benutzt, der ist im Zug und so weiter. Und diese ganzen Elemente werden wirklich dann visualisiert. Und das wurde nie auf Papier schaffen. Also es ist in einem Workshop und man ist auch, also es sind diese, man hat so eine gewisse Zeit, in der man diese Aktivität durchführen soll und man schafft nicht alle Aspekte, das ist auf Papier zu beschreiben. Durch die Playmobil, wir kriegen auch mehr Informationen anhand von diesen Elementen. Und da kann, das hilft auch und beschleunigt den Prozess dann nochmal später da von der Dokumentation, weil man sieht die Bilder, ah, wir haben gesagt, er ist im Zug, der hat ein Handy oder ein Digital Device in der Hand, es gibt diese Repräsentationen, die übertragen auch semantische Informationen, die später auch als als Anforderung oder Gestaltungselemente benutzt werden können. Und außerdem, das hebt auch die Stimmung. Ne? Also wir wollen auch, dass die Leute irgendwie dann positiv auch aufgeladen sind. Und auch also diese ganze Rumwusel da in diesem Playmobil bringt auch die Leute auf neue Ideen. Wie könnte dieses Service aussehen?
Weil wie wir gesagt haben, wir haben jetzt analytisch über diese Amazon-Beispiele sind wir durchgegangen, aber in Realität, wenn die Leute zum ersten Mal so in diese Detailebene modellieren, das sind noch, also in diese Kreativprozess, die Idee kommen auch anhand von den Elementen, die sie manipulieren, wie das eigentlich dieses Service aussehen könnte. Und da hilft auch also das Playmobil-Spielzeug als Input dafür, auf neue Idee zu kommen. Genau, dann habe ich hier die Frage, werden im ersten Schritt der Story, also des Blueprints, alle Verwendungszwecke des Ökosystems abgebildet in der obersten Ebene oder nur die wichtigsten? Man sollte sich auf die wichtigsten konzentrieren, sofern und vor allem, man muss sie in eine Story bringen, die auf dieses Blatt drauf passt. Ne? Wir haben das ist auch wirklich Absicht, man kann nicht noch ein zweites neben dranlegen, man muss eine Story erzählen, die auf dieses DIN A0-Blatt mit drauf passt. Und da ist man schon automatisch dazu gezwungen, nur die wichtigsten Dinge mit reinzunehmen. Und das ist dann auch Diskussion, welche Sachen sind denn jetzt eigentlich wichtig. Das hilft aber später eben auch bei der Gestaltung. Vielleicht schafft man es sogar noch nicht mal, alle die reinzubringen, wo man jetzt sagen würde, die sind wirklich wichtig. Aber der Fall ist zumindest mal bis jetzt noch nicht aufgetreten. Ist auf jeden Fall auf das konkrete, Wichtige erstmal konzentrieren. Claudia, wenn du was ergänzen willst, ansonsten gehe ich zur nächsten Frage. Ja, nächste Frage, also gehen. Dann haben wir, macht es eigentlich Sinn, das ganze Ökosystem sich anzuschauen oder nur einen kleinen Service, der irgendwie dazu beiträgt? Ja, das ist ein bisschen die Definitionsfrage, wie wir mit diesem Dienst umgehen. Da möchte ich auch gerne nochmal auf das Webinar von vor 2 Wochen verweisen, wo wir genau eben aufzeigen, für uns ist dieser Ökosystem Service, Service ist ja ein ähnlich überfrachteter Begriff wie Plattform, für uns ist dieser Ökosystemdienst wirklich das Zentrale im Ökosystem. Wenn wir jetzt Airbnb uns anschauen, Airbnb Lodging, dieser Dienst, das ist halt wirklich die Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten, privaten Übernachtungsmöglichkeiten an Reisende. Ne? Das ist der Kern von diesem Ökosystem. Deswegen gerade am Anfang, wenn man sowas aufbaut, ist dieser Dienst eigentlich das Ökosystem. Oder wenn man später Airbnb Experience oder so noch erweitert hat, dann ist es noch ein zweiten Dienst, den man da mitnimmt. Aber es ist nicht nur irgendein technischer Dienst oder Plattformdienst, den vielleicht auch ein Player eben mit beiträgt, um den es hier geht, sondern wenn wir diese Dienste uns anschauen, dann sind die wirklich absolut im Kern des Ökosystems. Claudia? Ja, das passt. Das passt, wunderbar. Dann haben wir noch, wurden die Playmobils alle gekauft oder gesponsert? Ja, die sind tatsächlich alle gekauft. Wir haben im Prototypenstadium haben wir natürlich alle zu Hause mal ein bisschen gesammelt und geguckt, was man damit machen kann und ob das funktionieren könnte. Und später haben wir dann aber die ganzen Modelle gekauft und speziell auch als die Semantik mit den Fahrzeugen hinzukam, kam dann natürlich direkt gezielt geschaut, wovon gibt es verschiedene Modelle und sind die unterschiedlich genug und was könnten wir damit eigentlich machen. Wir sind allerdings auch im Gespräch mit Playmobil, sie haben vielleicht die eine oder andere schon gesehen.